Nehmen wir an, dass wir ein Rechteck haben, das durch zwei Diagonalen geteilt ist. Hier ist eine von ihnen und hier ist die zweite. Die Höhe des Rechtecks ist h. Diese Seitenlänge ist h. Und die Breite des Rechtecks ist v. In diesem Video werden wir zeigen, dass alle diese vier Dreiecke die gleiche Fläche haben. Nun, wenn ihr das ansieht, wird das deutlich, dass das untere Dreieck die gleiche Fläche wie das obere hat. Es ist das gleiche, es ist nur umgekippt. Die Tatsache, dass sie die gleiche Fläche haben, ist ja leicht zu erraten. Sie haben die gleiche Grundseite, das ist die Breite unseres Rechtecks. Und sie haben die gleiche Höhe, weil dieser Abstand genau die Hälfte der Rechteckshöhe ist. Sie sind symmetrisch, sie sind identisch, sie sind gleich. Sie haben die gleichen Proportionen. Es ist auch klar, dass diese beiden Dreiecke links und rechts die gleiche Fläche haben. Sie sind gleich, das ist offensichtlich. Was nicht klar ist, dass diese orangen Dreiecke die gleiche Fläche wie diese grünen Dreiecke haben. Das werden wir jetzt nachweisen. Alles, was wir tun sollen, ist die Flächeninhalte von den verschiedenen Dreiecken zu berechnen. Zuerst berechnen wir die Fläche der orangen Dreiecke. Und ehe wir das machen, erinnern wir uns, wie man die Dreieckfläche berechnet. Die Dreieckfläche ist gleich 1/2 von der Grundseite des Dreiecks mal die Höhe des Dreiecks. Es ist Elementargeometrie. Also, lass uns die Fläche von dem orangen Dreieck berechnen. Sie ist gleich 1/2 von der Grundseite des Dreiecks. Die Grundseite des Dreiecks ist diese Seite und sie ist gleich wie? Also, 1/2 mal wie? Ich möchte das mit anderer Farbe machen, die Farbe, die ich für v genommen habe. Wie viel beträgt die Höhe? Wir haben bereits darüber gesprochen, dass es genau die Hälfte der Höhe des Dreiecks. Das heißt, dass wir auch 1/2 die Höhe des Rechtecks multiplizieren. Und was erhalten wir? Wir erhalten 1/2 mal 1/2 ist gleich 1/4 mal die Grundseite mal die Höhe. Also die Fläche von jedem Dreieck ist 1/4 mal Grundseite v mal Höhe h. Hier haben die gleiche Beweiskette und die gleiche Fläche. Welche Flächen haben diese grünen oder blaugrünen Dreiecke? Schreiben wir es noch einmal in grün. Die Fläche ist gleich 1/2 von der Grundseite mal die Höhe. Diese Dreiecke sind das Spiegelbild voneinander. Die Grundseite für dieses Dreieck ist diese Seite und für dieses diese. Und das ist die Höhe des Rechtecks. Nun sehen wir, dass die bisherige Höhe jetzt die Rolle der Grundseite spielt. Lasst euch nicht verwirren. Also, was passiert jetzt mit der Höhe? Diese Dreiecke sind zur Seite gekippt. Welchen Abstand haben wir hier? Das ist genau die Hälfte der Breite des Rechtecks, stimmt's? Wir gehen nur die Hälfte dieser Abstand. Dieser Punkt ist genau in der Mitte zwischen den beiden Seiten und auf halben Weg zwischen diesen Seiten. Also, dieser Abstand ist 1/2 der Breite. Oder die Höhe des Dreiecks ist die halbe Breite des Rechtecks. Die Höhe ist gleich 1/2 der Breite. Ein bisschen verwirrend, ja? Wenn wir alles berechnen, erhalten wir, dass Fläche gleich 1/2 mal 1/2, also 1/4 mal Höhe mal Breite ist. Oder ihr könnt das als 1/4 mal Breite mal Höhe schreiben. Das ist dasselbe. Die Fläche hier ist 1/4 mal Breite mal Höhe. Und das ist die exakt gleiche Fläche wie die Fläche des orangen Dreiecks. Und das macht Sinn, weil jede von diesen Dreiecken 1/4 der Fläche des Rechtecks ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen.